Es ist schon eine ziemlich große Geschichte für die US-Boys, fast schon Länderkampfstimmung in der Eislebener Glückaufhalle. Man kennt sich aus der gemeinsamen Trainingswoche. Emil Thiele, der 15-jährige 95 Kilogramm Junge, hat sich mit seinem Gegner aus Washington State tagelang ordentlich duelliert. Mein Gegner ist Christopher Woodruff. Also er ist schon ziemlich, er ist ein Jahr älter und ist auch ziemlich kräftig und ja, es wird, denke ich, knapp, sehr knapp. Hast du einen Plan? Ja. Aber nicht sagen? Nicht sagen, nee. Ein Plan möchte sein. Sein Vater Sven Thiele war 1995 Vize-Weltmeister im Superschwergewicht. Er gewann 17 deutsche Meistertitel und war lange Jahre Bundestrainer. Der Herr Sohn gilt als große Nachwuchshoffnung. Er hat schon zweimal für ein paar Wochen in Washington State trainieren dürfen. Und trotzdem geht der Plan nicht ganz auf. Die erste Runde zieht er noch. In der zweiten Runde zieht ihn Christopher Woodward dann etwas ab und nach unten. Er hat in der ersten Runde hat das gut gemacht und dann ist ihm ein Fehler unterlaufen, ist er ausgekontert worden. Und da muss er jetzt daraus lernen, dass ihm das dann in Zukunft hoffentlich dann nicht mehr an der Art passiert. Der Sohn soll mit Niederlagen schon sehr vernünftig umgehen können, heißt das in Eisleben. Er hadert nicht lange, er analysiert lieber. Ich habe halt gewusst, jetzt in der zweiten Runde werde ich die Passivität bekommen. Dann würde er mit 1-1 in Führung gehen. Das heißt, ich musste irgendwas machen. So, dann ist der Angriff nicht so geglückt und dadurch habe ich die Wertung dann abgegeben. Und am Ende musste ich es nochmal probieren und ja, dann hat es halt nicht gereicht heute. Für einen Nachwuchsvergleich wurde es ein durchaus spannender Kampfabend. 14 Duelle insgesamt, einige mit großen Klassenunterschieden, einige sehr auf Augenhöhe und mitunter ziemlich am Limit. Vor den letzten beiden Kämpfen stand es unentschieden. Am Ende setzten sich die Gastgeber dann mit 8-6 durch nach dieser Trainingswoche im Duell Sachsen-Anhalt gegen Washington State. Wir haben sehr viel voneinander gelernt. Es war eine ziemlich gute Trainingswoche. Auch die Trainer untereinander haben sehr viel Wissen miteinander ausgetauscht. Und es war wirklich gut für die Kids. Die 20 jungen US-Ringer reisen morgen weiter nach Österreich. Salzburg ist Station 2 ihrer Trainingstournee durch Europa.